Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über unsere PicoMic 225. Heute ist das Thema Jobliste, um mal zu zeigen, was das Gerät alles so kann. Hier kann man alle Jobs, die im Gerät verfügbar sind, erkennen. Es sind 46 an der Zahl und ein großer Unterschied zu Vorgängermodellen ist, dass wir aufgrund der gestiegenen Leistung viel mehr Programme auch pulsfähig haben. Die kann man hier auf der Jobliste wunderbar erkennen. Die sind blau hinterlegt. Von den 46 erwähnten Jobs sind 26 pulsfähig, also damit mehr als die Hälfte. Im vorderen Bereich der Jobliste sehen wir die Materialien, die verfügbar sind. In der zweiten Reihe die Gase und dahinter die Liste mit den einzelnen Jobs und den dazugehörigen Drahtdurchmessern. Einfach auswählen, das passende Programm, in der Jobliste suchen, vorne einstellen und schon kann man losschweißen. Im unteren Bereich haben wir zusätzlich noch Fülldrähte. Hier gibt es selbstschützende Drähte, Metallpulverfülldrähte und rotile Fülldrähte. Im oberen Bereich sehen wir noch die Jobs für WIG und E-Hand sowie einen Non-Synergic-Job. Damit es heute nicht ganz so trocken wird, haben wir auch entschieden, dass wir auch ein bisschen schweißen. Wir suchen uns jetzt mal aus der Liste den passenden Job raus. Wir wollen 1 mm Stahldraht unter einem 8218 Gas verschweißen und das pulsfähig. Also suchen wir den passenden Job raus, in dem Fall Job 8, stellen ihn ein und dann schweißen wir. Bei meinem letzten Video haben wir uns ja eher auf dickere Bleche konzentriert, deswegen heute 2 mm Stahlblech. Unseren Job 8 Stahl haben wir jetzt geschweißt. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Stahljobs. Wir haben auch für CO2 und für andere Durchmesser noch. Aber als nächstes wollen wir uns jetzt mal dem Chrom-Nickel-Bereich widmen. Der steht ein bisschen tiefer und da haben wir auch für verschiedene Drahtdurchmesser Jobs vorbereitet. Und im Chrom-Nickel-Bereich wollen wir heute den Job 35 schweißen. Das ist ein 1 mm Chrom-Nickel-Draht mit einem Gas 97,5-2,5% CO2. Auch beim Chrom-Nickel haben wir uns heute für ein 2 mm Blech Kehlnaht entschieden. Das bereiten wir jetzt mal vor und dann wird geschweißt. Als letztes heute dann noch was Interessantes für den Kfz-Bereich, weil da wird es häufig eingesetzt, das Miglöten. Ich habe es vorbereitet, 1,5 mm Stahlblech verzinkt und mit 1 mm Luftspalt in Querposition, so wie es in der Praxis auch öfter mal vorkommen kann. Auch hier wieder in der Jobliste das Material, das Gas und den passenden Job raussuchen. In dem Fall für einen 1 mm Kupfer-Silizium-Draht ist der Job 115. Die neue PicoMic bietet natürlich noch viel mehr, auch im Bereich Aluminium. Sowohl für ALMG, ALSI als auch AL99.5 haben wir eine Vielzahl von Jobs, die alle pulsfähig sind. Zusätzlich noch Fülldrähte, hier Metallpulverfülldrähte, rotile Fülldrähte und auch selbstschützende Fülldrähte. Der Umfang unserer Jobliste wurde deutlich erweitert. Das bedeutet mehr Materialien, mehr Gase, mehr Möglichkeiten. Wir können Stahl schweißen, wir können Chrom-Nickel schweißen, wir können MIG löten, wir können Aluminium schweißen, wir können Fülldrähte verschweißen, wir können sogar WIG und E-Hand schweißen. Das alles versteckt sich in dieser wunderschönen Jobliste.